Ja, ist natürlich letzte Minute und nicht zum ersten Mal ein Gegentor kassiert. Das ist natürlich ärgerlich, zumal man ein gutes Spiel gemacht hat, mehr Chancen hatte und dann am Ende mit leeren Händen da steht und man das Gefühl hat, es war mit Sicherheit vermeidbar, einfach diese Konsequenz, ein Spiel durchzuverteidigen, immer wieder Nachlässigkeiten. Ja, daran werde ich mich nie gewöhnen, ich verliere nicht gern und so schon gar nicht. Und deswegen war ich auch richtig sauer. Ja, ich glaube, wir haben das gut umgesetzt, haben relativ gut gestanden, haben jeweils am Anfang jeder Halbzeit ein bisschen Probleme gehabt, die ersten 10 Minuten, bis wir reingekommen sind, da haben wir auch schon zurückgelegen und dann Anfang zweiter Halbzeit nochmal eine Phase gehabt, die auch nicht so gut war und dann haben wir eigentlich das Spiel zu jeder Zeit im Griff gehabt, gefährliche Momente gehabt, wenig zugelassen, das ist das, was man sich eigentlich wünscht. Und dann geht es wieder um die Qualität in beiden 16ern, Tore zu machen, Tore zu verhindern. Dieser letzte Killerinstinkt, der ist nicht da, der hat jetzt schon öfter gefehlt und das ist dann vielleicht auch manchmal so, dass einfach diese letzte Qualität jetzt auch nicht auf Knopfdruck herbeigeredet werden kann. Aber wir müssen drum kämpfen und ich werde nie aufgeben, alles reinzulegen und auch immer die Mannschaft gut vorzubereiten und diese Momente zu trainieren und immer wieder versuchen, besser zu werden. Und das ist auch das, was wir hier vorleben und was wir der Mannschaft auch mitgeben, dass wir jetzt wieder aufstehen und wieder ankämpfen, auch wenn es manchmal wehtut und wenn dann auch so ein Schlag, so ein erneuter Schlag wehtut, einfach wieder aufzustehen. Ja, wir haben noch Fragezeichen. Luki Brumme laboriert an Knieproblemen. Wissen noch nicht genau was. Untersuchungen werden jetzt noch mal durchgeführt. Könnte aber auch nur eine Kleinigkeit sein. Das werden die nächsten Tage ergeben. Könnte eng werden für den Freitag. Genauso Peter Sliskovic, bisschen Verhärtung, muskuläre Probleme. Könnte auch eng werden. Nicht dabei auf jeden Fall ist Dennis Kempe. Laboriert auch noch an der Wadenproblematik, wie in der letzten Woche auch. Ja, und positiv zu vermelden gibt es, dass Gustav seine Probleme überwunden hat, die Woche durchtrainiert hat. Letzte Woche war es ein bisschen eng, uns zu eng, nach so einer Verletzung sofort wieder da zu sein. Aber jetzt ist er auf jeden Fall im Kader, möglicherweise von Anfang an, aber mit Sicherheit für eine Einwechslung wird er bereitstehen und brennt schon. Ja, eine sehr kompakte Mannschaft. Allein das Torverhältnis sieht man schon, wie wenig Tore sie kassiert haben. Stehen sehr stabil, haben ihren Weg gefunden. Schon das Hinspiel haben ein gutes Spiel gemacht. 1-0 verloren knapp durch einen Elfmeter, der nicht unbedingt einer war. Das war vor dem 16er, aber auch egal. War ein gutes Spiel von uns, aber auch von Kaiserslautern. Und sie sind nochmal besser geworden. Haben natürlich auch nochmal investiert mit Beuth. Nochmal einen Spieler letztendlich verpflichtet, keine Ahnung, ich glaube für 400.000 Euro, der, glaube ich, dann auch nochmal den Kader nochmal ein bisschen kompletter macht. Ein stabiler Stürmer, ein Junge, der in der dritten Liga und in der zweiten Liga immer getroffen hat, der den nochmal stärker macht. Und insgesamt merkt man den Lauterern auch den Saisonendspurt an. Die sind heiß, auch jetzt in Saarbrücken in Unterzahl gewonnen. Sehr imponierend. Wir werden uns jetzt auf ein heißes Gefecht einstellen müssen. Das wird ein harter Kampf. Wird, glaube ich, eine richtige Bewährungsprobe für uns. Und für uns gilt es, einfach ein Spiel durchzuziehen, dagegen zu halten, 90 Minuten lang und länger einfach konsequent zu sein, in den Boxen konsequent zu sein, wird eine harte Aufgabe für uns. Ja, aber auch der Kader ist gewachsen. Das ist ja jetzt in den letzten Jahren, lief es ja auch nicht nur bergauf bei Kaiserslautern, sondern da merkt man auch, dass Jahr für Jahr einfach der Kader auch verändert worden ist, dass gerade jetzt nochmal, wie gerade schon angesprochen, mit Beuth nochmal, glaube ich, nochmal so ein i-Tüpfelchen gesetzt werden konnte, nochmal perfekt ergänzt werden konnte. Und dann hat man, glaube ich, einfach dann auch so einen Stamm gefunden, der diesen Weg mitgeht. Und auf diesem Weg sind wir erst, auch mit dem Umbruch im letzten Sommer. Dann kann Kaiserslautern natürlich auch viel einsetzen, das ist auch bekannt, dass man dann natürlich auch Möglichkeiten hat, immer noch auch mehr zu verändern. Von daher gilt es immer, seinen eigenen Weg zu gehen und gar nicht auf die anderen zu schauen. Wir sind wie in Wiesbaden, wir haben mit Sicherheit eine andere Idee, auch Spieler zu holen. Wir fischen da nicht immer im gleichen Teich. Das macht aber auch nichts. Also, wir haben oft genug gezeigt, dass wir mit jedem mithalten können, dass wir auch eine gute Mannschaft haben. Und der Rest ist jetzt wirklich für mich auch ein Weg, auf dem wir uns befinden.
hinten. Wir sind aber auch erst mittendrin. Ja, ich freue mich. Freitagsspiel, Flutlichtspiel, dann eine gute Kulisse. Und das ist auch egal, dass es mehr Lauterer sind als dann letzten Endes Fans von uns. Das wissen wir. Aber das ist mir wurscht. Hauptsache, die Hütte ist voll, es ist gute Stimmung. Da wird richtig gefightet. Das wird ein Drittligaspiel, wo es um jeden Zentimeter Boden geht. Und da kann man sich nur drauf freuen. Und ich habe schon natürlich in meiner Karriere auch vor großen Kulissen gespielt, vor noch größeren Kulissen. Und es gibt nichts Schöneres. Und von daher nehmen wir das mit, freuen uns drauf auf eine Party. Und wir hoffen natürlich, dass die Party in unsere Richtung geht.